Hoi. Hallo. Wat is? Weißt du eigentlich, wieso es gemacht wird? Vor ganz vielen Jahren hat der Emil Richterich gelebt. Und weil er als Bäcker am Abend immer so müde war, hat er sich Kräuterbäder gemacht. Und eines Tages ist ihm diese Idee gekommen. Welche Idee? Ja, Kräuter. Die Kräuter? Mhm. Da. Das hier zum Beispiel. Das ist Salbei gegen Halsweh. Aber ich habe doch gar kein Halsweh. Im Winter dann schon. Aber wie genau macht man denn jetzt Ricola? Das ist eben ein Geheimnis. Bitte. Also, aber es muss also ein Geheimnis bleiben. Versprochen. Ricola Bauern buddeln jedes einzelne Pflänzchen ganz vorsichtig ein. Und wenn die Pflanzen erwachsen sind, zack, und das Monster frisst sie alle auf. Und nachher spuckt das Kräuter hinten wieder raus. Genug gefressen hat, geht das Kräutchen verstecken. Und warum verstecken sich die Kräuter? Weil sie denken, sonst von den Bären gefressen werden. Aber Bären essen doch gar keine Kräuter. Ricola-Kräuter eben schon. Bei Ricola hat es einen ganz geheimen Raum, wo Männer in weissen Mänteln Forschungen machen. Und weisst du was? Die armen Kälber dürfen nie heim, weil sie sonst würden kein Rezept verraten. Bist du bereit für die ganze Wahrheit? Im Ricola-Land lebt eine grosse Schlange. Mitarbeiter packen sie und kämpfen mit ihr. Dann wird sie durch eine riesige Maschine gepresst. Dann kommt einer ein Filter und viel aggressiver die Schlange wieder raus. Damit sie nicht mehr beißt, wird sie in tausend kleine Stücke zerhacken. Und nachher wird jedes Ricola in ein kleines Mäntel eingepackt, damit sie warm haben auf ihrer Weltreise. Reisen alle ins Ausland? Fast alle. Etwa 9 von 10. Aber weißt du auch, warum sie ins Ausland gehen? Weil man sie überall gern hat. Hier ungefähr lebt die Schweiz. Von hier aus fährt Ricola nach Hongkong. Nach Amerika. Oder nach Kanada. Und überall, wo sie ankommen, singt man Ricola. Das hier ist das Beste von allen. Nur für dich.
Willst du eins? Weißt du eigentlich, wie so eins gemacht wird?